Ich freue mich immer, wenn ich in der Bibel glaubensstärkende Beispiele von Menschen oder Zusagen finde, die mein Glaubensleben wirklich berühren, die mich nach vorne bringen, die mich ermutigen, die mich anspornen. So habe ich gefunden im Römerbrief dieses große Zeugnis über Abraham. Dort heißt es: Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Abraham, dieser Mann mit dieser unglaublichen Verheißung, wirklich unglaublich im natürlich-menschlichen. Aber Abraham, der auch gewachsen ist unter diesem unmöglichen Glauben, der diesen Glauben eigentlich bewahrte und noch im Gegenteil darin zunahm, an Kraft, an Zuversicht, an Vertrauen in Gott. Er kannte seinen Gott als einen zuverlässigen, vertrauenswürdigen Gott, der das, was er ihm gesagt hatte, auch tun würde. Abraham hatte diesen Glauben, nach dem ich mich in meinem Leben immer und immer wieder ausstrecken möchte. Vielfach ist es ja so, dass wir uns von den Umständen, die wir so sehen, von diesem Eigentlichen, was Gott uns gesagt hat, wo er eine persönliche Bestimmung und Berufung auf unser Leben gelegt hat, dass wir das in Frage stellen, weil alles sieht nicht danach aus. Im Natürlichen ist es so, dass sich nichts davon darstellt und zeigt und abzeichnet von dem, was wir an Bestimmung oder an Vision oder Berufung in unserem Leben von Gott gehört haben. Vielleicht war das auch der Punkt, der Sarah dazu veranlasste, selbst etwas zu unternehmen, selbst etwas in Gang zu bringen. Ich möchte den Glauben wie Abraham haben, der nicht zweifelte an der Verheißung, der an Gott dran blieb und erwartete, dass Gott das, was er gesagt hatte, auch tun würde. Ich möchte dich mit da reinnehmen, heute dieses Glaubensunterpfand, so möchte ich das mal bezeichnen, was Abraham hatte, dass du das ganz neu für dich in Anspruch nimmst und sagst: Ich weiß, dass das, was Gott gesagt hat, was er tun will, dass er das auch tun wird. Ich zweifle nicht, sondern ich setze meinen ganzen Glauben und mein Vertrauen auf Gottes Handeln. Er wird es tun. Im Neuen Testament heißt es, dass Jesus der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Und das ist der Punkt. Der Herr wird mit uns, durch uns, diese Bestimmung von unserem Leben vollenden. Er wird es alles zu seiner Ehre zum Schluss bringen und zu einem guten Schluss bringen. Unser Teil ist es, im Glauben und im Vertrauen dran zu bleiben. Und ich wünsche dir, dass du wächst, dass du unter dem, was du noch nicht siehst, im Vertrauen auf Gott wächst, dass er es wirklich zustande bringt, was er dir gesagt hat. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.